Das Therapie- und Förderzentrum Die Eule hat seit Ende Oktober ein neues Zuhause. Zeit für einen Besuch. Ja, die alten Räumlichkeiten waren sehr beengt und sehr klein und wir haben einfach gesagt, also als Therapiezentrum braucht man einfach auch einen bestimmten Rahmen. Die Kinder sollen sich einfach wohlfühlen können, die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen können und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen neue Räume. Das Team der Eule blickt auf turbulente Zeiten zurück. Ja, 2013 war für uns ganz ein schwieriges Jahr, da haben wir eben dreimal das Frühwarnsystem ausrufen müssen, weil wir nicht gewusst haben, wird es die Eule weitergeben oder nicht. Es sind uns eben damals vom Land die Preise reduziert worden. Es hat dann, Gott sei Dank, im August 2013 einen Regierungsbeschluss für unser interdisziplinäres Angebot gegeben. Ja, für uns hat sich jetzt 2014 sehr positiv entwickelt. Also ich muss sagen, eben deswegen sind wir auch übersiedelt in Osttirol, Gott sei Dank. Das haben wir auch schon vor der Krise einmal geplant gehabt. Okay, und los geht's. Hau, hopp. Echt. Zurzeit werden rund 100 Kinder betreut und die Tendenz ist leicht steigend. Die Eule ist für die Therapie und Förderung von Kindern zuständig. Und überall dort, wo die natürlichen Ressourcen nicht greifen, wo das Kind dann Förderbedarf braucht, was es in der Familie und im pädagogischen Kontext nicht kriegen kann, da kommen wir ins Spiel. Wir unterstützen die Kinder dann therapeutisch und bei uns interdisziplinär. Also sehr viele Kinder bei uns haben einerseits eine Sprachförderung, daneben eine Motorikförderung und oft auch noch eine psychologische Maßnahme dazu. Aber Käse, den tust du auf die Seite, musst du das nächste nehmen. Also unsere Kinder, also die in die Therapie kommen jetzt bei mir, die sind vom Kleinkindalter, also von, kann man sagen, von 2, 2,5, 3 Jahren bis hin zu großen Kindern, die schon vielleicht in die Hauptschule oder ins Gymnasium gehen. Und naja, man muss sich das so vorstellen, eine Entwicklung ist eine große Bandbreite ist möglich. Es gibt Sachen, die man sehr gut kann und es gibt vielleicht bei Kindern Sachen, die dann nicht so gut laufen und die auffallen. Ergo kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet handeln oder ins Handeln kommen, vom Wortursprung her, to ergon. Und das kann jetzt das Einfachste sein, über ein Hindernis balancieren oder sich an Soft richten oder eben Socken ausziehen. Und ob das jetzt an der Feinmotorik liegt oder einfach Verständnis des Kindes, das muss man dann herausfinden. Bravo! Gut gemacht! Voll super! Und es ist sicher ein großer Vorteil bei uns im Therapiezentrum, dass wir alle unter einem Dach vereint sind. Ich meine, alle Therapeuten sind, ob es Freiberufler sind oder im Krankenhaus oder wie bei uns in einem Zentrum, dazu angehalten, dass sie interdisziplinär sich vernetzen, also das heißt mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten. Bei uns ist halt ganz fein, dass wir Tür an Tür oder auch teilweise sogar in einem Raum miteinander zusammenarbeiten. Und ich sage, wenn jetzt zum Beispiel bei einem Kind, bei mir, was in der Ergotherapie ist, wirklich sprachlicher Hürde ist, dann kann ich mit der Logopädin, das vielleicht auch das Kind besucht, zusammenarbeiten. Das ist gar nicht so leicht, ja. Sprache muss man entdecken. Diese Kinder, die haben, die wirklich mit Innerkommunikation Probleme haben oder eben wirklich Sprache, kann man sagen, kaum erworben haben, die haben den Zweck nicht entdeckt. Und meine Aufgabe ist es dann im Prinzip, ihnen dabei zu helfen, diesen Zweck zu entdecken. Das Angebot soll in Zukunft erweitert werden. Die Geschäftsführerin verhandelt gerade mit der Tiroler Gebietskrankenkasse über die Schaffung von Modellplätzen für Psychotherapie. Schon bald sollen auch Physiotherapeuten das bestehende Team verstärken. Finanziert sind wir grundsätzlich über das Land Tirol und über die Tiroler Gebietskrankenkasse. Wir haben auch einen Vertrag mit der KUF. Wir sind noch nicht vollkostenfinanziert. Also beim Land ist es so, dass man auch Selbstbehalte zahlen muss. Da dürften wir pro Therapiestunde bis zu 10 Euro verlangen. Das machen wir derzeit nicht. Also da sind wir intern noch beim Diskutieren. Derzeit haben wir pro Jahr 250 Euro Selbstbehalt. Wahrscheinlich werden wir das nächstes Jahr ein bisschen steigern. Und der Verein Lebenshilfe tut uns noch quersubventionieren. Und ja, also ich habe insgesamt jetzt ganz ein positives Gefühl und freue mich total, dass da die Räume eben so schön sind und wir uns jetzt da ein bisschen ausbreiten haben können. Und ich glaube auch für die Mitarbeiter und für die Kinder und für die Eltern, ja, ist das Zentrum jetzt wirklich so, dass man sich wohlfühlen kann.
Somit blickt das Team der Eule wieder etwas optimistischer in die Zukunft.